Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und es ist wieder Liga-Zeit und ihr habt seinen Titel gesehen. Gegen Tribe in der Liga, tatsächlich, Spätzle mit Soße hat Tribe Gaming erwischt. In der Champ 1 Liga. Wir hier haben nicht ganz so eine harte Liga hier mit dem Avatar, aber wie bekommt ihr das eigentlich raus, gegen wen ihr so spielen müsst? Ich meine, bei den hohen Clans Champ, ich sag's mal so, Meister 1, Champ 3 bis Champ 1 sind es in der Regel nur Rathaus 13er. Aber es gibt ja auch noch andere Clans, die andere Ligen spielen. Und wie kann ich eigentlich wettern? Ich möchte da ganz gerne nochmal darauf hinweisen, was man eigentlich für Tools hat im Web, wo man sehen kann, wer spielt gegen wen, wie spielen die vor allen Dingen und welches Breakdown habe ich unter Umständen gegen meinen Clan. Und ihr seht das jetzt noch nicht. Ich muss das eben mal umschalten. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar bin ich jetzt auf meinem Browser hier. Und ihr seht da oben eine Adresse, diese VDNet-Adresse. Ich verlinke euch das unten einfach mal in der Beschreibung. Dort könnt ihr einfach ein Clan-Tag eingeben und könnt sagen Overview. Und dann wird euch das Match gematcht. Ich mache das mal ein bisschen größer für euch. Dann sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe mir die Kürzel hier mal rausgezogen aus den jeweiligen Clans und habe hier auch schon so ein paar drin. Ihr seht, die letzte Suche hier ist immer gespeichert. Das müsste eigentlich... das ist auch nicht Spätzle mit Soße. Das ist der Com-Clan, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Com-Clan. Ja, das ist der Herausforderer-Clan. Dort spielen wir jetzt diesmal mit 15 13ern und ihr seht, der Rest ist in dem Clan und ist mitgenommen worden. Das sind hier unten die etwas kleineren Rathäuser und hier kann man schon sehen, aha, die haben 23 13er, 16, also wir kämpfen so relativ ausschließlich gegen 13er. Hier unten haben wir mal ein paar 12er gegen uns und auch hier in dem Bereich zwei 12er, aber der Rest ist dann schon Rathaus 13 Bereich. Genauso haben wir es ja auch eigentlich. Haben wir uns das gedacht, mit Change Clan könnt ihr hier den Clan changen. Und jetzt gucke ich mal mit der V8. Das müsste eigentlich Spätzle sein hier, oder? Das müsste eigentlich Spätzle sein. Ja, das ist Spätzle mit Soße. Und auch hier seht ihr, ja, hier unten gegen Tribe Gaming. Ich bin echt mal gespannt. Am 6. Spieltag findet das statt. Und da bin ich in jedem Fall... Mal sehen, ob ich dann in den Clan reinkomme. Ihr wisst, man kann nicht mehr einfach so zuschauen, wenn man nur Member ist. Man muss, haben wir gestern Abend wieder gelernt, Ältester sein, um dann in die Kriegskarte reinzugucken. Das heißt also einfach so jetzt in den Clan als Member reinkommen und dann mal gucken, was die so machen, was die so für Dörfer haben. Das geht nicht, sondern ihr müsst mindestens Ältester sein. Und ihr seht auch hier, 18 Leute spielen auf der Tribe-Seite, wir sind 17, also auch so ein kleinen Tausch oder Tauschspieler, hat Spätzle mit Soße dabei. Ich bin ziemlich gespannt, kann ich euch sagen, was es hier oder was, ja, was diese chinesische Woche mit sich bringt, so haben das einige hier genannt. Und wir changen nochmal den Clan und zwar gehen wir mal zu den GSI Warriors. Dort ist nämlich schon ein Clankrieg gelaufen und deswegen change ich da auch rein. Das müsste eigentlich der Clan sein. 9V am Ende. Ja, das sind die GSI Warriors. Hier spiele ich ja mit. Wir sind ja auch mal gerade so 16, ihr seht. Auch hier haben wir eigentlich nur einen einzigen Wechselspieler. Alle anderen spielen hier auch ausschließlich Rathaus 13, das was ich gesagt hatte. Wir spielen hier in Champ 3. Und wenn wir uns diese ID jetzt nochmal nehmen, es gibt noch eine andere Seite. Das ist clashofstats.com. Die kennt ihr sicherlich auch. Und auch hier könnt ihr so ein bisschen beobachten, wie spielt mein Gegner und wie viel 1 Sterne holen die, wie viel 3 Sterne holen die. Auch hier kann man, hier gibt es unheimlich viele Stats, also hier könnt ihr gerne mal reinschauen. Hier gibt es Rankings, wer farmt am meisten, wer hat die meisten Angriffe und so weiter. Es ist gigantisch hier, aber wir können hier Search Clans machen und können auch hier einmal den Tag eingeben. Und dann wird er automatisch gesucht, ihr braucht nicht Enter drücken oder so. Ah ne, das ist noch Spätzle, warte mal. Das ist noch Spätzle, ich wollte eigentlich GSI haben. Ich wollte GSI haben und dann nehmen wir die da rein. GSI Warriors, da sind sie mit Rathaus, mit Clan Level 13. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, es ist, wir nehmen mal den ersten hier. Dann listet der das unten auf, beziehungsweise ihr habt dann die Möglichkeit hier in die Karte reinzugehen, beziehungsweise jeweils in die
Ihr könnt euch die Member anschauen, ihr könnt euch die History dieses Clans anschauen. Das lohnt sich hier nicht wirklich, weil wir nur Liga spielen hier. Hier werden also keine normalen CKs gespielt, so will ich sagen. Keine normalen CKs. Und wenn man hier in, jetzt muss ich mal eben schauen, in die Tage, Days, Summary, Member, Reputation, History, Wars, hier ist das, in die Kriege reingeht, dann seht ihr hier, es gibt einmal das normale Warlock, das ist geschlossen, und es gibt die Clan War League. Und wenn ihr auf die Clan War League geht, dann seht ihr weiter, aha, hier läuft schon Liga und hier ist auch schon das erste Spiel am Gange, denn wir spielen jetzt am ersten Spieltag, hier oben könnt ihr die Spieltage jeweils durchgehen, wir spielen in Runde 1, jetzt muss ich mal eben schauen, gegen wen wir denn eigentlich in Runde 1 spielen. Ich change mal eben. Entschuldigt, Leute. Wir spielen in Runde 1 gegen... Das ist der Wu-Tang-Klang, glaube ich. Ah, nee. YMZ. Gegen die spielen wir im Moment. Und jetzt muss ich mal eben schauen. In die Statistiken. Ah, nee, das waren nicht die Statistiken. Das waren die Cards. Und... YZ, wo ist er? Hier ist er. Wie kam ich jetzt nochmal da rein? Das muss ich kurz mal schneiden. Ach nee, man musste in die jeweilige Runde reingehen. So mussten wir es machen. In die jeweilige Runde. Und wir sind ja jetzt hier gegen YMZ am Spielen. Und hier kann man dann sich die Attacks schon mal anschauen. Und hier seht ihr, GSI Warrior, es hat hier noch keiner attackt. Ich weiß manchmal nicht, warum hier nur 4 auftauchen, obwohl wir ja 15 sind. Aber auf unserer Seite hat noch niemand angegriffen. Aber auf der gegnerischen Seite haben schon welche angegriffen. Und ihr seht, der Doc hat schon 3 Sterne kassiert. Okay. Leidig. Belastend. Der Tyron 2 Sterne kassiert, Felix 2 Sterne. Und auch der Frieger hat 2 Sterne kassiert, Mini kriegt jetzt gerade Lack oder auch nicht, müssen wir mal gucken, aber hier kann man das Ganze so ein bisschen beobachten. Ich wusste nicht, ob ihr es wisst, dass es sowas hier überhaupt gibt, und ich finde es sehr, sehr schick. Kann man natürlich stundenlang hier in den Stats wühlen, wenn ihr da Lust drauf habt, aber naja, ich mag das eigentlich ganz gerne, und man kann dann immer ganz gut spickern, wie spielt gerade Spätzle gegen Tribe. Ja, und wir gehen aber nochmal in die Overview, wir changen nochmal den Clan hier zum Clan Deutschland Ad, denn hier haben wir was ganz Besonderes. Einmal Steuerung C und Steuerung V. Hier haben wir was ganz Besonderes, denn hier spielen wir in der Liga mit, hier ist der Clan, mit 13ern, ein 13er, dann 12er, 11er und 10er. Und ihr seht, hier seht ihr das auch, ein 13er, 11, 12er, 10, 11er, 10, 10er, 2 9er und dann und die restlichen Accounts hier, das sind so Park-Accounts, das kennt ihr aus anderen Clans. Und ihr seht, dass wir jetzt mit einem 13er schon gar nicht mal so gut da stehen. Die restlichen Clans haben fast alle mehr, außer da unten Silver Shield. Aber ansonsten mit den 12ern, mit den 11ern, mit den 10ern passt das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das wird eine ganz gute Liga. Der ein oder andere hatte ja unter die Kommentare von den Ligen-Videos auch geschrieben, Toto, das geht hier in Kristall 3 ganz easy mit 9ern. Nö, das würde ich nicht sagen, denn die 9er würden jetzt schon wieder hier die Krise kriegen. Aber wir haben ja noch ein, zwei 9er dabei. Aber dennoch ist das hier so, dass wir, ich wechsle hier unten schon mal da rein, denn wir springen da jetzt mal rein, denn auch da können wir natürlich was zu sagen. Und denn wir wollen ja wieder aufsteigen, wir waren ja schon in Kristall 2, aber unten mit zu vielen Neunern ist das nicht möglich. Und ihr seht, unser Breakdown, wir spielen eine 30er, Leute, wir spielen eine 30er, wir gehen mal rein. Wir spielen eine 30er, das ist sehr, sehr cool. Und so, da bin ich auf dem Avatar. Und da haben wir uns ganz, ganz kurzfristig zu entschlossen, denn ich hatte ja aufgerufen, spielt mit uns, also hier in Deutschland Ad, und dem seid ihr heftigst nachgekommen, kann ich euch sagen. 36 von 50 sind wir hier, also eigentlich ein bisschen zu viele, aber wir können unten so ein bisschen durchtauschen, ganz flexibel. Man kann das dann gerade aufgrund des Setups, was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, kann man ganz gut durchtauschen. Man kann ja sehen, aha, der nächste Clan hat unten auch Minimum 2 9er oder 3 9er oder so, und dann kann man die auch einsetzen. Also ich glaube, wir haben jetzt 2 9er mit dabei, müsste ich jetzt lügen, aber ihr seid dem nachgekommen. Wo ihr aber nicht nachkommt, ist, beziehungsweise ihr seid dem nachgekommen und wir gehen hier mit unseren Herausforderern rein, die jetzt Rathaus
12 sind, 11 sind, deswegen bin ich mit dem Avatar auch hier, und auch Rathaus 10 sind. Und einige sind dann noch dazugekommen aus befreundeten Clans oder auch aus dem Ausruf hinaus. Wir haben dann noch die Leute eingeladen. Ich hatte erst welche abgelehnt, wir haben dann welche eingeladen, weil ich jetzt nicht wusste, 15 waren wir ganz, ganz schnell. Nur jetzt spielen wir hier eine 30er. Jetzt spielen wir eine 30er und das ist ziemlich heftig. Wenn wir eben anfragen, egal. Und was allerdings so ein bisschen auffällt, falls ihr dieses Video guckt und in diesem Clan gerade drin seid, ich finde das gut, dass ihr was fordert, ja. Aber so der ein oder andere, bei dem einen oder anderen passt das nicht ganz. Jetzt muss ich mal gucken. Hier wird zum Beispiel auch mal ein Headhunter gefordert. Das ist nicht schlecht, den kann ich geben. Den habe ich schon gelevelt. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen, da weiß man das dann gar nicht. Das kennt ihr bestimmt. Für CW bitte. Ja, alles klar. Bitte ändern. Für CW bitte, das zählt nicht. Es kommt noch dicker. Für CW ist auch nicht schlecht, Chris. Aber hier sollte dann schon drin stehen, was du gerne haben möchtest. Sonst packen wir dir irgendwas rein, wo wir meinen, das könnte eine Verteidigung darstellen. Ja, aber ich glaube, ganz, ganz unten gab es noch. Ich brauche Verstärkung, Hermelinchen. Ja, kriegst du. Du kriegst eine Defensive, okay, mit zweimal Inferno-Drache und fünf Bogies. Mal sehen, ob die deffen. Und Chefkoch, Rest ist egal. Marlon, was Dickes. Okay. Go. Mal sehen. Also ihr solltet da schon richtig reinschreiben, was ihr haben wollt. Sonst packt man irgendwas rein oder weiß nicht genau, was man reinpacken soll. Und auch da ganz, ganz unten der Tuyuka, ich brauche Verstärkung. Das ist so der Standardspruch, der da sowieso drin steht. Ich schreibe gleich mal eine Mail, dass das geändert wird, würde ich sagen. Und dann geht das hier aber in jedem Fall los. Werden erst am Kampftag enthüllt, ja. Und das ist jetzt unsere Runde hier. Wir sind ganz, ganz unten gelistet. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat, wie man gelistet ist hier. Ob man hier jetzt schon wieder absteigt. Ich glaube es nicht. Also wir sind schon ziemlich gut aufgestellt hier mit den Dörfern, da ich auch einige kenne, aber einige kenne ich auch nicht. Und aber die Masse sind ja bekannte Charaktere aus unseren jeweiligen Accounts. Wir haben hier Chromoletta mit drin mit einigen Accounts. Meisterheld kommt auch immer nur zu Lega. Und also es sind schon bekannte und die anderen spielen ja sowieso bei den Herausforderern mit. Also ich denke mal, das wird hier eine gute Saison werden. Kann ich mir vorstellen. Hier wird auch fleißig gechattet und okay, 1 von 36. Alter, hier ist was los. Junge, Junge, Junge. Okay, hier ist was los. Und eigentlich hatte ich den Jesus, den wollte ich eigentlich beim Clan Free-to-Play haben. Denn der Clan Free-to-Play, ich muss nochmal in die Karte zurückgehen. Entschuldigt bitte. Ich muss noch einmal in die Karte hier zurückgehen. Denn der Clan Free-to-Play, der hat es diesmal ganz dicke erwischt, aber das wusste ich auch und das habe ich bewusst in Kauf genommen, Leute. Also seid mir da nicht ganz so sauer. Aber der Clan Free-to-Play hier spielt, ja, ihr seht unser Breakdown hier. 29-9er, 11-8er, 4-7er, kein 6er, ein 5er. Einfach nur so mitgenommen. Und die anderen Clans sehen da alle ein bisschen anders aus, wenn ihr euch daran orientiert, wie viel 9er wir sind. Und alle anderen haben andere Dörfer oben, dann wisst ihr in etwa, dass auch hier, ich weiß gar nicht, wo wir da spielen, Gold 3 oder so, dass es nicht mehr unbedingt funktioniert. Hier ist aber noch nicht alles gesprochen. Es kann schon sein, dass die hier wieder nur so zur Hälfte angreifen oder ganz schlechte Dörfer haben. Also abgestiegen sind wir noch nicht, aber womöglich funktioniert es nicht mehr nur mit Rathaus 9ern, kann ich mir auch vorstellen. Aber wir werden ja immer wieder ich werde immer wieder in die Clans reingehen. Ich werde sicherlich auch was festhalten, mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, das ist euch ganz recht, dass wir ein bisschen Liga machen. Am Wochenende sicherlich auch, denn die Liga geht ja übers Wochenende. Und am Wochenende streamen wir natürlich immer ein bisschen. Und dann gibt es sicherlich auch ein wenig aus der Liga zu schauen. Okay, ich habe hier ein paar Truppen. Lass mal eben angreifen. Ich muss hier allerdings heute ein bisschen droppen mit dem Account, denn der ist ein bisschen hoch für meine Verhältnisse, denn ich finde hier fast nur 13er, also selten mal ein 12er oder ein 11er. Und das ist jetzt hier in Champ 1, wo ich hier rumeier. Ich kann natürlich auch 13er machen, so ein bisschen zum Üben, natürlich. Das ginge auch, aber immer die hohen Dörfer hier, das ist auch für mich anstrengend. Und ich cutte euch eben mal die Suche und dann sehen wir uns zum netten Angriff wieder.
Wow. Habe ich nicht eben noch gesagt? Wir machen keine 13er. Doch, wir machen 13er. Doch, wir machen 13er. Junge, Junge, das ist aber ganz schön full hier. Okay, wie gehen wir denn da jetzt am einfachsten vor? Clanbook ist da. Da hinten Dunkles brauche ich im Moment nur für mein Labor. Und entweder habe ich jetzt nicht die richtige Truppe dabei. Oder aber wir gehen einfach mal mit. Ja, wir... Junge, oh. Ach komm. Alter Falter. Heftig, oder? Heftig. Was haben wir denn hier in der Clanbuch? Wir haben zwei Drachen da drin, okay. Wahrscheinlich wegen Heiler Switch. Dann würde ich sagen, gehen wir mit denen auch vor. Pass auf, wir nehmen mal unsere ziemlich großen Hexen hier hinter die Maschine mit Heilern. Wir wollen den Loot, Leute. Es ist der Klopfer. Oh, wir müssen aber ein bisschen aufpassen, dass wir hier so ein bisschen am Ball bleiben. Okay, jetzt habe ich natürlich hier Erdbebenzauber. Den nehmen wir mal dort am Rathaus. Und die Scattershots, der erste muss jetzt fallen. Der erste fällt auch, wunderbar. Und der zweite ist allerdings noch offen. Mal sehen, ob überhaupt da irgendwo Truppen da mal so hinkommen. So, ich muss den zweiten Scattershot hier hinten in jedem Fall friesen. Und meine Skelette gehen aber schön den Loot hier ab. Das soll auch so sein. Rathaus haben wir auch bekommen, okay. Oh, sieht doch nicht so schlecht aus. Thorsten, kannst du doch mal ein paar 13er angreifen hier. Kannst du doch ruhig mal machen. Guck mal hier, alles noch schön in Heilung. Können wir hier hinten etwas unterstützen. Noch mit unseren kleinen Truppen. Und einen Fries haben wir noch. Und die Skelette sind echt stark, kann ich euch sagen. Ich habe sie jetzt leider nur noch so einen halben Tag. Aber sie sind wirklich stark. Aber im CK habe ich da noch nicht so die Ultramöglichkeit gefunden, was zu reißen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so viel Dunkles hier geholt, das macht aber nichts. Ich brauche nichts mehr leveln an Helden. Nur den hier, den legen wir nochmal still, bevor der jetzt meine Hexen kaputt macht. Denn die müssen jetzt eigentlich nochmal mal sehen, ob die nochmal ein Skelett bringen oder ob die jetzt keins mehr machen. Ich hatte ja die Tage gesagt, die machen ja eigentlich eins. Da oben haben wir es gerade gesehen. Okay, da oben gab es jetzt gerade noch ein Skelett, aber der Multi fällt und hier unten sind wieder zwei Skelette. Toto 3. Da hab ich eben noch gesagt, ich mache keine 13er. Ja, oh, stark. Echt stark hier. Aber wie gesagt, ich habe sie nicht mehr und zur Liga nehme ich wahrscheinlich wieder die Fassroller, die Mauerbrecher. Das weiß ich auch noch nicht genau, ob was ich da ausbilde. Vielleicht gucke ich erstmal im ersten CK, was da so auf mich zukommt als Rathaus 12 und entscheide dann kurzfristig, was ich dann für Supertruppen nehme. Aber diese Supertruppe hier ist echt super und damit haben wir den mal locker hier um eine Million leichter gemacht. Gold und Elex kann ich immer noch ganz gut gebrauchen, denn ich level im Moment ja meine Belagerungsmaschinen im Labor. Stimmt, ich muss gar nichts Dunkles, glaube ich, mehr machen. Den Skelettzauber vielleicht noch oder so. Aber auch das, was ich gestern Abend gesagt habe. Übrigens, der Stream von gestern Abend, also vom Mittwochabend, aus der Gladiatorenliga Rathaus 10 und Rathaus 11 kommt heute noch online. Da muss ich noch ein Bildchen für machen, noch mal reingucken. Und dann könnt ihr den auch mal gucken. Da hatte gestern jemand nachgefragt, ob man sich die noch mal angucken kann. Und das kann man auf Twitch, kann man das 30 Tage, weil ich kein Partner bin, anschauen, wenn man Partner ist, glaube ich 90 Tage, aber auf YouTube habe ich das Ganze exportiert, also den oder das Video bekommt ihr heute auch noch, könnt ihr mal sehen, war gestern eine witzige Situation, nämlich wir haben gestern Abend ja noch eine Wartungspause gehabt und die lief im Rathaus 13, also im Rathaus 13 Match, haben wir aber schön abgewartet, haben wir ein bisschen was überbrückt, guckt euch das ruhig mal an, ihr könnt ja ein bisschen spulen, denn der Livestream ging auch wieder über 3 Stunden, also schaut ruhig rein und ab und zu mache ich das mal, wenn es sich lohnt. Ich denke, diese beiden Partien haben sich in jedem Fall gelohnt. Rathaus 10 Halbfinale und Rathaus 13 Halbfinale aus dem Gladiatorenturnier der laufenden GML. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. War wieder ein bisschen aufschlussreich für euch. Wenn ja, Daumen nach oben da, abonnieren irgendwo hier unten und bitte auf Twitch verfolgen, dass ihr keinen Livestream von mir verpasst. Bis dahin, schöne Woche noch. Euer Toto. Clasht.